mein schlimmes Geschenk. Hat er garantiert keine Kornisch gesehen. Jeden hätte nur für seiner dir still drin gekehrt. Und denk Gott sei Dank, es ist uns nicht passiert. Und denk Gott sei Dank, es ist uns nicht passiert. Wie
da oben liegt einer. Da liegt einer. Ich glaube, der ist tot. Was reden Sie da? Ein Toter. Wie soll ein Toter da oben hinkommen? Er lebt nicht mehr. Das haben Tote so an sich. Mann, Mann, Frau Reinig. Wieso sind Sie sich da so sicher? Sie haben sich doch kaum dort oben aufgehalten. Es hat gereicht, um das festzustellen. Wenn man kein Herz mehr im Leib hat, dann muss man tot sein. Ein Toter ohne Herz. Sicher ein Waldtier. Gut, dann werde ich die Polizei verständigen. Ah, ich glaube, da ist sie bereits. Der Tote liegt da oben, Herr Kommissar. Spürmann, Herr Name. Kommissar Spürmann, sind Sie der zuständige Förster? Ja, Marek ist mein Name. Das hier gehört zu meinem Forstbezirk. Sagen Sie, Herr Marek, der Felsen, was ist das für ein Steinhaufen? Kennen Sie den her? Die Leute nennen ihn Fleschfelsen. Weiß der Geier warum. Da drüben stehen die Holzfäller, die den Toten gefunden haben. Aha, was heißt gefunden? Was heißt gefunden? Dort oben kann man doch nicht einfach jemanden finden. Was hat die Holzfäller überhaupt oben verloren? Meine Forstwirtin ist da hochgeklettert. Ein Baum hatte sich in dem Felsen verkeilt. Und als sie dort oben ein Seil an der Baumspitze anband, um den Baum zu Fall zu bringen, entdeckte sie den Toten. Haben Sie die Feuerwehr verständigt? Nein, so. Herr Marek, Mann, 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 irgendwie müssen wir noch darauf. Wie stellen Sie sich das vor? Also her mit der Feuerwehr. Sie soll das Leiterfahrzeug mitbringen, entweder nach Saarburg, da ist alles stationiert, oder wenn das nicht erreichbar ist, die Trierer Berufsfeuerwehr, die muss her. Und außerdem, wer hat den Toten gefunden? Das war meine Forstwirtin, Frau Reinig, ich sagte es bereits. Sie ist dort. Aha, ich sehe schon. Sie sind also Frau Reinig und Sie haben einen Toten gefunden. Da oben. Erzählen Sie mal, was genau haben Sie gesehen? Also, Herr Spielmann, das war so. Wir haben einen Baum gefällt, eine Buche, ein richtig dickes Ding. Doch der Baum fiel nicht so, wie er sollte und hat sich im Felsen verkeilt. Der Baum ist fast wertlos geworden. Jedenfalls ist er kein Möbelholz mehr. Weiter, Frau Reinig. Was? Ich bin dann hochgeklettert, um ein Seil an die Baumspitze zu binden. Damit wollten wir den Stamm dann in den Hang legen. Dann haben Sie den Toten gesehen, auf dem Felsen da oben. Ja, der Mann. Der Mann da oben liegt so da, als habe man ihn aufgebahrt. Er ist ungekleidet. Nackt. Die Kleidungsstücke? Waren keine da. Nur so etwas wie eine schwarze Decke. Die liegt gleich neben dem Mann. Eine schwarze Decke? Haben Sie sonst was Besonderes feststellen können? Verletzungen oder so? Ob ich etwas Besonderes festgestellt habe und ob ich das habe. Der Mann dort oben hatte kein Herz mehr im Leib. Wie meinen Sie das, kein Herz mehr im Leib? Ich war nicht so lange da oben, aber das habe ich genau gesehen. Sein Brustkasten ist offen. Da ist nichts drin. Das ist ja ein Ding. Danke vorerst, Frau Reinig. Wir werden selbst da oben nachsehen müssen. Ach, da kommt der Heinz Peters von der Spurensiedlung. Hallo Heinz, das ging aber mal schnell. Guten Abend zusammen. Man hat mir gesagt, hier soll ein Toter auf einem Berg liegen. Seit wann gibt's hier Berge? Kein Berg, Heinz, auf diesem Steinhaufen dort. Fleschfelsen heißt der Ursprung oder so ähnlich. Dort oben soll er liegen, der Tote. Ich war selbst noch nicht oben, aber wir fahren gleich gemeinsam hoch. Scheint mir alles irgendwie doch etwas seltsam. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Fehlt da nicht jemand? Hör mal, deine Kollegin Leni. Oh, Leni, ist die nicht dabei? Man wird vergessen haben, sie zu benachrichtigen. Oder vielleicht war sie auch nicht zu Hause, oder. Aber wir werden auch ohne sie auskommen können. Das hättet ihr wohl gerne. So untätig, wie ihr da rumsteht, habt ihr doch sicherlich auf mich gewartet. Aber im Ernst, wo ist der Tote? Oder gibt's gar keinen?
Doch, Leni, angeblich gibt es einen. Dort, hinten, oben, auf dem Felsen soll er liegen. Jedenfalls sagt das die Forstwirtin. Da oben? Wie kommt ein Toter da hinauf? Naja, wir werden es hoffentlich bald wissen. Die Feuerwehr muss jeden Moment hier eintreffen. Dann werden wir gemeinsam nachsehen. Du kommst da mit nach oben. Und ob? Warum sollte ich nicht? Glaubst du, ich habe Höhenangst? Da kommt ja schon die Feuerwehr. Und soll ein Toter sein? Auch angenehm, mein Name ist Spürmann, das sind meine Kollegen. Frau Schiffmann und Legat Wehrers. Entschuldigen Sie, ich bin im Gedanken ganz in meinem Einsatzplan. Presser, mein Name, Martin Presser, von der Freiwilligen Feuerwehr Saarbrücken. Ich bin heute der Gruppenführer. Ich glaube, wir sollten beginnen, ehe es völlig dunkel wird. Reicht Ihre Leiter denn bis da oben hin? 30 Meter, die reichen. Also ich schätze mal, bis da oben hin brauchen wir 20 Meter. Ich fahre den Korb bis an den Rand des Plateaus, dann können Sie aussteigen. Aber Achtung, dass mir keiner hin, dass mir keiner ausrutscht. Da oben ist es sehr eng und sehr rutschig. Also los, steigen Sie ein in meinen Korb. Ist dir nicht gut? Eigentlich alles okay. Herr Dr. Spürmann, Sie scheinen ja richtig wild auf eine Fahrt mit meinem Korb zu sein. Festhalten, es geht jetzt los. Ich wusste gar nicht, dass du Höhenangst hast. Nicht nur das, ich habe auch Platzangst. So, wir sind jetzt da. Ich lasse Sie jetzt da oben raus und bringe anschließend den Doktor. Was hast du? Ich sagte, ich habe nicht nur Höhenangst, ich habe auch Platzangst. Und ich mache mir jetzt bereits Gedanken, wie ich wieder in den verdammten Korb hineinkomme, ohne daran vorbei in die Tiefe zu fallen. Mir ist schlecht. Und? Was ist Heinz? Was sagt die Spusi? Ist ein Mann. Zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die dunkle Haut und die Gesichtszüge deuten auf einen Nichtdeutschen hin. Vorderer Orient, vielleicht könnte aber auch Türke, Araber, Israeli, wer weiß. Vielleicht aber auch ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Das Herz fehlt. Heiner, den hat jemand das Herz aus der Brust gerissen. Moment, ich muss mich noch umdrehen. Ja. Guten Tag allerseits. Dr. Grote aus Zerf. Also, ja, man hat mich verständigt. Ich soll hier mal nachschauen. Also was ich sehen kann, die Rippen sind aufgeschnitten und auch sonst sieht die Sache für mich nach fachlicher Arbeit aus. Nach Chirurgen oder Metzger. Ja, das Herz ist fachmännisch herausgetrennt worden. Sehen Sie her, die Arterien. Die sind und die Venen sind mit einem scharfen Gegenstand durchtrennt. Andere Verletzungen kann ich nicht sehen. Jedenfalls nicht hier. Bin gespannt auf die Obduktion. Leichenflecken auf der Bauchdecke, wenn auch nicht viele. Das bisschen Blut, was in dem Körper noch hatte, hat sich nach hinten angesammelt. Ich schätze, der Mann liegt 2 bis 4 Tage hier. Und getötet wurde er hier auf keinen Fall. Eine Ballerin schon begonnen. Man hat ihn später hier abgelegt. Ha! Wie ich mir gedacht habe, die Leichenflecken lassen dich nicht mehr wegdrücken.
Ein Wunder eigentlich, dass die Tiere kein Interesse an ihm hatten. Das bedeutet ja dann auch, dass er kurz nach seinem Tod hierher transportiert worden sein muss. Sonst hätten sich die toten Flecken auf dem Rücken nicht mehr ausbügeln können. Das sehen Sie genau richtig. Diese toten Flecken entstehen meist nach 20 bis 60 Minuten nach Todeseintritt. Das Blut folgt der Gravitation. Wisst ihr, Albert, mit Gravitation gemeldet? Ja. Hans, erklär das mal, du hast einen schwierigen Schritt. Die Schwerkraft der Erde. Also wenn etwas fällt, da fällt es nur innen. Nee. Außer eine Ausnahme gilt, außer Politiker, die fallen nur über. Ist jemand zu Hause? Hallo Wirtschaft! Danke sehr. Hi, Leni. Schön, dass du da bist. Freut mich total. Obwohl du hier wohnst, sehe ich dich so selten. Du gehst früh und kommst spät. Ja, Leni, das ist absolut nicht gesund. Meine Liebe, das macht krank. Hallo, Herr Spürmann. Ich hoffe, dass man am Stammtisch für euch noch etwas zusammenrücken wird. Ihr wollt doch nicht gleich wieder gehen. Also ich werde auf jeden Fall bleiben, Lissi. Ich bin ja hier daheim. Was Heime angeht. Wenn sich hier was zum Übernachten findet, bleibe ich auch. Fahr zur Dienststelle und morgen wieder hierher, kann ich mal so sparen. Ich will doch geheim bleiben. Hat auch noch ein Zimmer für mich. Nein, Helmut. Du gehst jetzt schön nach Hause zu deiner Frau. Am besten gleich, ehe sie dich wieder abholen kommt. Na dann, setzt euch doch. Gibt's was Neues? Ich meine, wenn ihr beide schon hier auftaucht, hat das doch meistens einen dienstlichen Hintergrund. Naja. Schön, dass ihr da seid. Da gebe ich doch mal eine Lokalrunde. Ein Bier für Spürmann und für uns beide, Lissi, ein Prosecco. Diese Größenordnung ist für mich gerade noch tragbar. Oh, für mich nur Bier und Schnaps. Nein, Helmut, du hast genug. Trink dein Bier aus und dann ab nach Hause. Kann man gar nicht genug, Herr Bin. Helmut, er ist harmlos, hat mal wieder sein Quartal. Dann säuft er wie ein Sinkkasten. Aber nach einer Woche ist alles wieder gut. Dann ist er trocken, bis es ihn wieder überkommt. Wir benehmen ihn uns trotzdem ein, oder? Ansehen Sie, wenn ich besoffen sehe. Aber keine sehen, wenn ich durchstelle. Trinken einen. Das hast du gut erkannt. Ja, es gibt tatsächlich was zu ermitteln hier in Forstenau. Allerdings nichts Spektakuläres. Ein Toter im Nachbarort. Auf dem Fleschfelsen. Mhm. Auf dem Fleschfelsen? Sigi ist in der Küche. Hast du nach ihm gefragt eben? Ja, tatsächlich. Wie geht's ihm denn? Ihm geht es gut, Gott sei Dank. Es geht wieder aufwärts. Die Freude an der Arbeit und auch der Kontakt zu den Gästen werden zunehmend besser. Vielleicht wird er heute Abend Zeit finden und sich mit euch zum Stammtisch gesellen. Das ist prima. Das freut mich für dich, Lissi.
Irgendwann muss ja auch der größte Kummer abklingen. Ein Teil davon im Herzen zu behalten, ich glaube, das ist schon okay. Auf eine hoffnungsvolle Zukunft gesehen. Danke. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich glaube, Sigi und ich werden noch ein paar schöne Jahre vor uns haben. Wer weiß, wie lange wir das hier noch machen. Sie wollen die Gaststätte schließen, Lissi? Es fällt doch wohl schwer, sich von alten Gewohnheiten zu trennen. Ich kann das verstehen. Wir sind aber froh über jeden Tag, an dem wir noch hier bei euch einkehren dürfen. Ein Kind, der ist zugemacht. Das geht nicht. Und machen wir mal noch direkt zu Bier. Mensch, Helmut, du hast dein Glas noch nicht leer getrunken. Danach ist sowieso Schluss. Da trinken wir über Lehrer. Geh doch endlich nach Hause. Danke, Herr Spürmann, das ist nett. Aber eine Frage hätte ich doch. Ihr jagt doch sicher wieder das Verbrechen in Forstenau, oder? Ohne Grund lasst ihr euch doch um diese Zeit nicht erblicken. Na, was ist es denn dieses Mal? Oder dürft ihr nicht darüber sprechen? Na? Ja, ich hab's dir doch schon gesagt, Lissi. Dass es tatsächlich was zu ermitteln gibt in Forstenau. Ein Toter im Nachbarort. Auf dem Fleschfelsen. Fleschpilzener. Genau, genau, genau. Ohne Schnaps. Auf dem Fleschfelsen? Wie kommt der denn dorthin? Wisst ihr schon, wer das ist? Oder besser, wer das war? Erzähl doch mal. Ja, da gibt's nicht viel zu erzählen, Lissi. Organraub? Fällt mir gerade so ein. Hat man dort oben ausgeschlachtet? Oh, Lissi! Jetzt aber! Ja, war vielleicht Fantasie. Die ersten Gäste müssten gleich eintreffen. Mensch, Leni, du hast recht. Ich muss in die Küche. Sigi ist mit dem Hähnchenflügel alleine. Naja, den Schluck nehme ich aber noch. Wir sehen uns später. Oder fahrt ihr noch nach Hause? Mal sehen, was der Abend so bringt. Komm, Heiner, es wird Zeit. Wir setzen uns an den Stammtisch. Ich bin ja mal gespannt, wer heute alles um den Stammtisch kommt. Na, wer sagt's denn? Hildebrand und Lauheim. Oh, oh, wer geht ohne mich? Herr Spürmann und Frau Schiffmann, Sie wieder hier in Forstenau? So ist es, Herr Hildebrand, und bei Ihnen? Also aus dem ortspolitischen Grund? Was macht die Ortspolitik? Ach ja, Sie sind ja auch Bestatter. Vielleicht habe ich da was für Sie. Ein Toter auf dem Fleschfelsen wurde gefunden, vermutlich ein Ausländer. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Suche nach Angehörigen als sehr schwer erweisen wird. Wie wäre es? Hätten Sie Interesse, sich um alles Nötige zu kümmern, wenn der Staatsanwalt die Leiche freigegeben hat? Auf dem Fleschfelsen? Fleschpilsener! Und noch Schnaps! Weil der Fleisch hier. Naja, darüber reden wir morgen. Ich rufe Sie dann an und ja. Guten Abend auch Ihnen, Herr Lauheim. Das macht die Heimatforschung. Immer auf der Suche nach alten Neuigkeiten. Und nicht zu vergessen die Kommunalpolitik. Immer noch aktiv, ich meine in Ihrem Alter. Alles bestens, Herr Spürmann, alles bestens. Und was führt Sie wieder in unsere heimatlichen Gefilde? Ein Mord vielleicht? Ja, Mord vielleicht. Laudator Jesus Christus. Wer ist das denn? Ach ja. Das ist die Nachfolge Schäfleins. Wer ist das? Ich als Ortsbürgermeister der Gemeinde Forstenau freue mich, dass Sie meiner Einladung nachgekommen sind. Herzlich willkommen an unserem Stammtisch. Darf ich Ihnen unseren neuen Pastor vorstellen, Georg Quintino,
ist Schäfleins Nachfolger in unserer Pfarreiengemeinschaft. Einige von Ihnen werden ihn sicherlich kennen, falls Sie Kirchenbesucher sind. Aber wer am Karneval die Kappensitzungen hier im Waldringen besucht, den hat ihn sicherlich schon als vorzüglichen Redner kennengelernt. Trauheim haben Sie ja bereits kennengelernt, das personifizierte kulturelle Wissen der Region. Was das im Einzelnen bedeutet, wird er Ihnen sicherlich ausführlich erzählen wollen. Ja, diese beiden Herrschaften sind von der Kriminalpolizei. Leni Schiffmann, sie wohnt hier im Hause, und ihr Kollege Rainer Spürmann. Sie ermitteln aber nicht hier am Stammtisch. Oh, Saarländer. Genau, wir im Saarland haben Karlsberg, also Urpilz. Kein Mensch sagt Karlsberg, außer er hat keine Ahnung, dann sagt er Karlsberg, wir sind Urpilz. Aber das gibt's hier gar nicht. Also, ja, ein Saarländer, das ist wohl wahr. Also, ich war vorher in Buschweiler bei Losheim und noch ein paar anderen Dörfer. Und dann hatte ich mich dorthin beworben, ja, und jetzt bin ich hier. Ne? Das ist halt so. Aber seien Sie unbesorgt. Ich bin auf der hochdeutschen Sprache mächtig. Das glaubt man gar nicht. So, wo haben Sie denn die beiden Plätze für mich vorgesehen? Ja, Herr de Bois, ja. Das kann man nicht anders sagen. Ein Karnevalist eben. Suchen Sie sich einen Platz aus, Herr Pastor. Kommen Sie klar. Ja, das wird schon gehen. Wissen Sie, mit meinem 1,95 Meter und 85 Kilo ist das kein Problem. Gut, das ist gelogen. Ich bin nur 1,94. Ja, meine Herrschaften, das ist hier alles ein bisschen eng. So, aber ich werde hier am Kopfende Platz nehmen, gell? Ne? Ja, das ist ja auch in Ihrem Sinne, gell? So, wenn Sie jetzt noch hier tauschen würden, sehr freundlich. So, haben Sie schon was gegessen? Wir haben zu Hause gegessen. Was? Sie vielleicht, Herr, Sie haben das doch gerade gesagt. Frau Vollmann! Herr Pastor, guten Tag. Sagen Sie Lissi zu mir. Mein Mann Siggi und ich betreiben diese kleine Gastronomie. Ich freue mich wirklich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Das hätte Schäflein auch gefallen. Was darf es denn sein, Herr Pastor? Gegenfragen? Was riecht hier so gut? Die Spezialität des Hauses. Hähnchenflügel, auch bekannt unter der Bezeichnung Flieden. Müssen Sie probieren. Gibt keine besseren in der Region. So, so. Flieten. Na, wenn Sie sagen, alte Gutlissi, bringen Sie mir eine Portion Flieten und ein Bier dazu. Wenn der auch gerade mit. Bier aber großes. Herr Pastor, die Hähnchenflügel, ja. Eine normale Portion? Nee, waren sie doppelt. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Hier steht, er lacht, während er seinen gewaltigen Bauch abtastet. Menschen, die mit Regieanweisungen unterschreiben. Der Ferienplatz ist jetzt hoch. Naja, ich mache jetzt weiter, indem ich meinen gewaltigen Bauch. Ach, naja, wissen Sie,
Wenn ich ihn nicht schaffe, dann kann ja auch jemand von Ihnen sich noch erbarmen. Ach, und bringen Sie noch eine Runde auf meine Rechnung, ist ja sozusagen mein Einstand. Aber Sie beiden habe ich noch nicht gesehen. Ich meine jetzt nicht hier, ich meine bei mir auf der Arbeit. Gewiss ein großes Haus mit Turm. Also nimm den Händler das zu. In Weiler auch. Ja, Bistum hat man den All gefunden. Also gut, das ist also die Frau Schiffmann und der Herr Spürmann von der Kriminalpolizei. Sie merken, Namen kann ich mir merken. Ne? Ja, die beiden ermitteln wieder hier in Forstenau. Ein Toter wurde gefunden. Im Nachbarort. Auf dem Flechfels. Flechfels? Ja. Flechpilsener! Und auch Schnäpsi dabei. So, so, Herr Lauheim. Aha. Ermittlungen und Stammtisch. Gute Kombination. Hier erfährt man doch sicher einiges. Aber Sie haben doch sicherlich jetzt auch Dienstschluss. Jetzt lassen wir uns mal hier schön den Abend genießen, uns rein hinter die Binde gießen, denn gerade so viel. Und ist das hier eigentlich der komplette Stammtisch? Was ist denn mit ihm da? Das ist Helmut. Hat nichts zu bedeuten. Aber mit ihm da? Ziggy, der Wirt, Mrs. Ehemann, er gehört auch dazu. Aber er bekommt zu selten Zeit, muss Lissi helfen. Und er braucht diese Ablenkung, hat viel durchgemacht in den letzten Jahren, möchte das hier und heute aber nicht so sehr ausbreiten. Seine Tochter Sandy ist vor einiger Zeit gestorben, tragische Geschichte. Lass uns doch jetzt mal bitte das Thema wechseln. Keine traurigen Dinge. Vor allem nichts Dienstliches. Herr Pastor, ja. Erzählen Sie doch mal von sich. Was hat Sie in den schönen Hochwallort hier verschlagen? Die Rotation, meine Damen. Die Rotation. Nicht zu verwechseln mit der Gravitation. Das wissen Sie nicht dabei. Hat das mal einen erklärt? Ja, sicher. Gott sei Dank. Ihr wisst, wenn sich die Schäfchen an ihren Hirten gewöhnt haben und umgekehrt, dann entzieht man sie seiner Obhut und gibt dem Pfarrer eine neue Herde. Aber ich glaube ja, dass ich es hier mit Forstenau ganz gut getroffen habe. Wissen Sie, man kann hier ganz schön die Vösen feiern. Aber auch fette Donnerstag in Bayring ist sehr schön. Und die Menschen in der Region, das ist Lüse auch ganz sympathisch. Ja, ja, das ist gerade anschneidend. Hallo Lady, Herr Pastor, Herr Lauheim. Ich freue mich, dass Sie es möglich gemacht haben und meine Einladung befolgt sind. Kommen Sie doch näher, ist sicher schon zu spät. So könnt ihr es doch mal unterhalten, ohne die langen Ohren neben sich in die Hochwaldstübchen zu bieten, nicht wahr, Herr Lauheim? Ja, ja, natürlich. Ist er es eigentlich schon? Jeder von Ihnen kennt doch die ehemalige Fuchsfarm hinter der Diskothek auf dem Weg zum Segelflugplatz, oder? Bis in die 50er Jahre wurden dort noch Silberfüchse für die Pelzindustrie gezüchtet. Danach stand das Anwesen einige Zeit leer, wurde schließlich mehrere Jahre an die verschiedensten Leute vermietet, bis es endlich wieder ohne Bewohner war. Als sich in den Jahren danach niemand mehr für das Anwesen interessierte, hat die Ortsgemeinde das Haus mit dem Land drumherum erworben. Der Gemeinderat spielte mit dem Gedanken, dort ein Freizeitgelände zu errichten.
unmittelbar am Waldrand, mit dem Segelflugplatz in der Nähe und vor allem der Ruhe, die dort herrscht, war das doch eine gute Idee, das müssen Sie doch alle zugeben. Bis dann vor einigen Jahren die Diskothek unmittelbar näher errichtet wurde. Genau. Und seit diesem Zeitpunkt war das Gelände für uns als Gemeinde uninteressant geworden und wir suchten händeringend nach einem Käufer. Und? Haben Sie einen gefunden? Meine Herren, um es kurz zu sagen, die Gemeindeväter, allen voran unser Ortsbürgermeister Detlef Hildebrand, haben das Anwesen an eine Sekte verkauft, an eine Glaubensgemeinschaft, die in diesem Ort und über seine Grenzen hinaus nichts Gutes im Schilde führen wird. Davon können Sie ausgehen. Eine Sekte? Wissen Sie, welche Bezeichnung sich diese Glaubensgemeinschaft gegeben hat? Aufgeratem Weg zu Gott. Was für ein Name. Auf geradem Weg zu Gott. Ha, dass ich die Schlange auf geradem Weg in die Hölle wäre, doch angesichts der Vorfälle der letzten Zeit zutreffender. Da haben Sie jetzt mal ein Problem, meine Herrschaften von der Kripo. Beeilen Sie sich, mal die Täter dicht festzumachen. Aber ob tatsächlich dieses Deckel dahinter steht, dann wollen wir keine Vorurteile haben. Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Glaube ich nicht. Was? Das mit den Pferden, das können Sie gar nicht gesehen haben. Und wissen Sie warum? Warum? Weil Pferde nicht kotzen können. Und dann wollen Sie das wissen. Das ist Klugscheißerei. Ist es nicht. Pferde, zur Zukunft aber nein, haben am Mageneingang einen Schließmuskel. Also nicht nur hinten. Dieser Schließmuskel am Eingang verhindert das Erbrechen. Also wenn Sie das nächste Mal, also ich meine das mit dem Pferd vor der Apotheke. In unserem Mordfall ist alles möglich, Herr Pastor. Aber die Ermittlungen gestalten sich derzeit schwierig. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Und jetzt kommt auch noch diese Sekte noch geraden Weg zu Gott. Ja, du lieber Gott, ja. Das hört sich nicht gut an, Herr Spürmann, das hört sich nicht gut an. Wann hat dieses Grauenspiel endlich ein Ende? Ich gehe ja davon aus, dass Sie uns keine Einzelheiten verraten. Aber es ist schon seltsam und vielleicht auch verdächtig, dass diese Morde gerade jetzt geschehen, jetzt, wo diese Sekte aus dem Nichts aufgetaucht ist. Und Sie wissen wirklich nichts, wirklich nichts. Wissen Sie, Herr Vater, auch in unserem Beruf gibt es so etwas wie eine Schweigepflicht. So wie in Ihrer Branche. Ich erinnere mich da an den Fall Riedmeier. Damals standen wir beide vor der gleichen Situation, nur in umgekehrter Reihenfolge. Sie erinnern sich? Da haben Sie auch dicht gehalten. Dicht gehalten nennen Sie das? Sie haben mich, wie sagt man in Ihrem Jargon, Sie haben mich gelinkt, hereingelinkt. Nicht reingelegt, Herr Pastor, nur intensiv befragt. Entschuldigen Sie, dass wir hier so reingeplatzt sind. Die Tür stand offen. Und dann platzt man einfach so in eine fremde Stube rein? Unerhört. Aber wenn Sie schon mal da sind, deswegen haben wir das Vergnügen. Auf geraden Wege zu Gott. Wie bitte? Herr Pastor, beruhigen Sie sich. Auf geraden Wege zu Gott, so nennen wir uns. Wie ich sehe, haben Sie noch nichts von uns gehört. Und von unserer Existenz mitbekommen. Aber genau aus diesem Grunde sind wir ja auch hier. Und warum wir uns diesen Menschen hier
in diesem wunderschönen Ort. Baltringen, sag ich doch. Uns diesen Menschen hier vorstellen, um sie endlich auf den rechten Weg zu bringen. Alter! Ja, das ist auch gleichzeitig der Name unserer Kirche. Wir wollen nicht in Konkurrenz reden, sondern nur eine kleine Alternative. Zu spät. Und das ist gut so. Dann gehören die der Sekte an, von denen wir eben gerade... Sekte, nein. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft. Dürfen wir uns mit Ihnen unterhalten, wenn Sie ein paar Minuten Zeit für uns hätten? Es tut mir furchtbar leid, aber wir müssen das Gespräch hier beenden. Bitte gehen Sie jetzt, Religion an der Haustür, das liegt mir und uns allen überhaupt nicht. Und unseren Pastor, den wollen Sie doch sicher nicht bekehren. Nee, Moment. Aber was wir hier zu sagen haben, das geht ganz schnell. Und außerdem ist das ein ganz ungelegener Moment. Sie entschuldigen, raus jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns wiedersehen werden. Irgendwann. Da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt raus. Jetzt raus. Auf Wiedersehen, Herr. Aber Leute, wir waren es nicht. Nee.